Die Notenbanken stehen einmal mehr im Fokus der Anleger, denn sowohl EZB als auch US-Notenbank Fed haben angekündigt, die Zinsen in diesem Jahr nicht anheben zu wollen. Daraufhin sind die Renditen an den Anleihemärkten deutlich zurückgekommen. Fragen dazu an Helge Müller. Er ist CIO, also Chief Investment Officer und Gründer bei Genève Invest. Herzlichen Dank für den Besuch hier auf dem Vermögenstag in München. Also halten wir direkt mal fest, es ist unglaublich schwierig im aktuellen Marktumfeld gute, ordentliche Renditen zu finden. Aber wo muss man denn suchen, Herr Müller? Ja, man muss da suchen, wo nicht alle hingucken. Nämlich, wenn ich eine deutsche Staatsanleihe mir aktuell angucke, kriege ich tatsächlich negative Renditen. Und dann darauf zu spekulieren, dass die Zinsen weiterfallen und auf diese Weise ich Geld verdiene, halten wir für hochspekulativ. Auch Unternehmensanleihen aus der ersten Reihe bringen niedrige Renditen. Aber wenn ich in die zweite Reihe gehe, finde ich tatsächlich noch interessante Möglichkeiten. Also beispielsweise statt einem Siemens, ein Siemens-Zulieferer, der bringt mir immer noch 6-7% Rendite aktuell. Viele sprechen hier und da mittlerweile von rezessiven Tendenzen, die wir sehen, Herr Müller. Wie sind Sie positioniert und in einem solchen Szenario, das ja nicht ausgeschlossen werden kann, die Kundengelder und auch die Kunden ausreichend zu schützen? Ja, in der Tat ist das so. In einer Rezession leiden häufig die Aktienwerte. Deswegen, weil die Erwartungshaltung zukünftiger Gewinne sinkt. Und das beeinflusst die Unternehmenswerte heute. Dadurch sinken Aktienwerte sehr deutlich. Anleihen haben einen großen Vorteil, denn sie sind ja immer zukunftsgerichtet. Ich weiß schon heute durch den Coupon, durch die Laufzeit, wie viel Rendite ich bekommen werde. Und innerhalb des Anleihesegments glauben wir, dass es bestimmte Segmente gibt, die einem noch besser schützen. Das sind einmal Anleihen mit kürzerer Laufzeit. Das heißt, 2-3 Jahre Laufzeit gibt sehr überschaubare Renditen. Und häufig, gerade in schwierigen Marktphasen, sind diese Anleihen stabiler. Und zum Zweiten Anleihen hoher Qualität. Im Dollarbereich gerade kriegt man bei Unternehmen guter Qualität immer noch 6-7%. Also beispielsweise ein Dell, ein Yum Brand, ein Xerox bringen mir 6-7% mit 20-jähriger Laufzeit. Wir glauben, dass in einer Rezession diese Anleihen deutlich an Wert gewinnen könnten, weil damit die Zinsen auch in den USA wieder fallen könnten. Sie beraten ganz erfolgreich, wenn ich das hier im Interview erwähnen darf, den Switzerland Invest Fixed Income Fonds. Und Sie haben jüngst auch den Lipper Fund Award als bester Anleihemanager in der Kategorie Global High Yield erhalten. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, Herr Müller. Was glauben Sie, was ist das Geheimnis dieses Erfolges? Ja, wir haben die Warren Buffett-Regel Nummer 1 angewendet, nämlich verliere nie Geld. Beziehungsweise hier, wir haben einige Minenfelder ausgelassen im Jahr 2018. Nämlich zum einen der Bereich Emerging Markets, Türkei-Krise und Brasilien-Krise, Argentinien-Krise haben deutliche Federn dort hinterlassen, Spuren hinterlassen bei vielen Investoren. Und was wir gemacht haben, ist komplett auf AAA-Länder zu setzen. Das heißt Unternehmensanleihen ja, aber in Ländern mit hoher Sicherheit. Zum Zweiten ist das so, dass wir den Bereich Italien, Südeuropa untergewichtet hatten, weil wir schon gesehen haben, die italienische Regierung, da weiß man nicht, was kommt. Und in der Tat hat sich auch das als richtig erwiesen. Und das Dritte ist, wir haben in 2017 gesehen, dass viele Unternehmensanleihen kaum mehr Rendite bringen. Sagen wir selbst Anleihen wie Heidelberg Zement, die jetzt nicht risikofrei sind, hatten Negativrenditen. Und wir sind dorthin gegangen, wo man noch attraktive Renditen findet. Und das hat uns guten Schutz geboten. Wie sind Sie denn jetzt im aktuellen Marktumfeld positioniert? Also wo setzen Sie die Schwerpunkte, die Anlageschwerpunkte, um auch weiterhin gute Renditen und auch Erfolge einfahren zu können? Also wir sehen eben, man muss in der Zukunft immer die Augen offen halten, wo Chancen sich gerade bieten. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und auf ganz gezielt achtet, wo sich Chancen bieten, ergeben sich die auch. Aktuell zum Beispiel sehen wir, dass wir eine sehr große Energiekrise hatten. Der Ölpreis war in 2016 auf unter $30 das Barrel gefallen. Viele Energieunternehmen sind aus diesem Grund massiv überkapitalisiert. Manche halten mehr Bargeld als Schulden und müssen trotzdem 7-9% Zinsen bezahlen. Und das ist aktuell ein Chancenfeld, das wir sehen, dass einem attraktive Renditen bringen wird, auch in den nächsten 2-3 Jahren. Ihnen wird nicht langweilig, glaube ich, denn Sie sind außerdem noch Fondsberater für den Global Income and Interest and Dividend Fonds, der zumindest 50% in Aktien investiert, also nicht nur der Anleihe-Experte hier. Welche Strategie verfolgen Sie dort aktuell? Ja, einmal profitieren wir natürlich von unserer Expertise im Anleihebereich. Das heißt, wir nehmen dort unsere besten Anleiheideen in den Fonds mit rein. Im Aktienbereich ist das so, dass wir auf hohe Qualität setzen. Unternehmen, bei denen wir langfristige überdurchschnittliche Wachstumsraten erreichen
Und auch dort ist das so, dass wir in den letzten Jahren ausgesprochen erfolgreich dort waren. Mit, ich glaube, in den letzten 3 Jahren lagen wir bei 16% pro Jahr. Ohne Frage war das sehr erfolgreich. Und wir glauben auch, jetzt gut positioniert zu sein mit hoher Qualität im Aktienbereich und guten Ideen im Anleihebereich, um auch in den nächsten Jahren dort gute Ergebnisse zu bringen. Dann weiterhin viel Erfolg dabei. Helge Müller von Genève Invest, herzlichen Dank dafür. Dankeschön.